So, jetzt mal zu diesem Thema hier. Seit 15 Jahren beschäftige ich mich auch mit dem Thema Einkommen, Einkommenskontrolle, Steuerkontrolle, Kontrolle, 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 Kontrolle. Ich habe damals wirklich viel Geld an Steuerberater bezahlt, in Deutschland als auch in Frankreich. Habe versucht, als Künstler damit meine Familie irgendwie aufrechtzuerhalten. Bis dann die Ex-Frau nach Rückzug sagt, ja, du bist halt doch eher der Künstlertyp. Das ist dann, wie gesagt, die ganz entscheidende Frage irgendwie genau in dem Alter. Das Kind kommt dann in die Schule, dann fängt der knallharte Ernst des Lebens an. Gut, in Frankreich war sie auch in der Schule, aber in Deutschland wusste die Frau dann, jetzt wird es ernst, ne? Der Schulranzen, Kinderstube, Schreibmaterial, Bücher, und da kommen Kosten, 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 Kosten. Sie merkte, der Künstler, der schafft es nicht, logisch. Deswegen muss ich schauen, dass ich eine andere Lösung finde. Habe ich auch verstanden. Ich habe mich jahrelang auch mit Juristerei da auseinandergesetzt, habe damals Pixel Industries, E.K. Warum habe ich das gemacht? Weil ich den Namen schützen wollte. Bin aber eher drauf reingefallen, weil ich habe dann gemerkt, ein Typ bei mir um die Ecke in der Rosenheimer Straße, der hieß auch Pixel Industries, da hätte ich dann einen Rechtsstreit anfangen müssen. Lauter Anwälte Puderzucker in den Hintern blasen und hätte wahrscheinlich dann noch ewig viel draufzahlen müssen, damit ich dann in Bayern den Namen Pixel Industries behalten darf oder verwenden darf. Deswegen habe ich das dann auch gecheckt langsam. Also ich unterhalte mich auch manchmal mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, wenn es die Situation zulässt. Man hört aber immer das gleiche Thema, ob es eine Schneiderin oder was auch immer ist. Das Problem ist immer, dass die mit Bürokratie zugeschüttet werden, ne? Also das ist halt immer diese Motivation, die Kreativität, die Selbstständigkeit im Keim ersticken. Also man muss das einfach, der Staat will das nicht. Also ist nicht so gern gesehen, Leute, die ihr eigenes Leben gestalten, ihren Arbeitsalltag selbst gestalten können, so wie sie sich das vorstellen und nicht wie sich das ein Doktor Psychologie vorstellt oder irgend so ein Corona-Fuzzi. Denen ist es lieber, man geht irgendwo in Festanstellung zum Arbeitgeber, bekommt da seine Versicherung bezahlt, seine Krankenkasse, seine Rentenkasse, seine Sozialkasse und dann hat der Mann da oder die Frau einfach pünktlich zu erscheinen von 8 bis 17 Uhr oder wie auch immer. Als Künstler finde ich, sollte man gar nicht mit diesen vielen Rechtsformen, also ich habe, wie gesagt, viele selbstständige Grafiker in meinem Leben auch kennengelernt, die dann auch irgendwie, der eine hat eine UG gemacht und dann kam die Limited, der andere probierte mit der Limited rum. Also man merkte immer, diese ganzen Einzelkämpfer versuchen immer irgendwo irgend so eine Lösung zu finden in diesem ganzen komplizierten Rechtsapparat. Ich wünsche mir eigentlich für 2024 eher, dass Deutschland endlich mal aufwacht und mal aufhört mit ihrem, dass unsere Lieblingsbeschäftigung sind Formulare. Wir lieben Formulare. Also, dass das mal ein bisschen aufhört 2024. Also, ich wünsche mir eher mal eine Rechtsform. Es gibt so viele künstlerische Berufe, ob es jetzt ein Schneider ist, ob es eine Floristin ist, eine Dame, die Geschirr sammelt und verkauft und Dekos macht oder Schaufenster dekoriert für andere oder Blumengestecke oder irgendwas schneidert oder eine Bäckerei oder eine Konfiserie oder irgendwie sowas, ne, in dem Bereich. Also und da kommen immer so lauter Infos, bekomme ich immer von anderen Menschen. Ich kann meinen Laden nicht halten, ne? Also in München, die laufen schon alle weg. Weil die Mieten steigen alle so in die Höhe, dass die ganzen Einzelkämpfer, die knicken da alle ein, die können ihren Laden nicht mehr halten. Und wenn dann noch so viel Bürokratie auf einen zukommt und Juristerei, finde ich das einfach doof für Künstler. Also man muss ja auch schauen, dass Künstler
ein Recht auf Nachwuchs haben. Es kann nicht sein, dass man Künstler immer nur du schaffst es nicht. Ne? Und dann irgendwie, ja, siehst du, ohne Geld. Du mit deinem Kulturdenken. Ne? Ist ja so. Also das ist jetzt nicht behindert gemeint, sondern das ist eigentlich eher, da bleibt einem das Lachen eigentlich eher im Hals stecken, auch, muss man ganz ehrlich sagen. Also so eine Rechtsform, ein Künstler ist ein Künstler. Also kann auch ein, wie gesagt, es gibt so viele Berufe, die im künstlerischen Bereich so rein Einzelkämpfer, Einzelpersonen. Also ich habe jetzt auch nicht festgestellt in meinen 30 Jahren, dass diese vielen Einzelkämpfer sich das großartig leisten konnten, jetzt Leute einzustellen, Menschen auszubilden. Die Steuerberater in Frankreich sagte mir, warum stellst du nicht einfach jemanden ein? Und wie ich sagte, die gerade ihre Trennungsphase hinter sich hatte mit ihren zwei Kindern, glaube ich. Ja, wie stellst du dir das vor? Was kostet mich das? Irgendwie, wenn ich dem jetzt 1.500 € im Monat zahlen soll, dem Franzosen, was muss ich denn dem französischen Staat da reinzahlen an Geld? Ja, so mit über 3.000 € musst du schon rechnen. Eher so 3.500 €. Ja, und wie soll ich das bezahlen? Und gleichzeitig soll ich noch meinen ganzen Schrott abarbeiten den ganzen Tag und noch meine eigene Familie am Laufen halten. Wie stellst du dir das vor? Ja, ich glaube, die Frau wusste dann auch nicht so richtig Bescheid. Also man wünscht sich für 2024 so eine ganz einfache Rechtsform. Künstler, da können sich jetzt mal die Bundesregierung dieses Rumgehampel, Ampel mit und ohne Stoiber, Hartz IV ist ein Erfolgskonzept, mal hinsetzen und sich mal eine Rechtsform erfinden, wo es gerade für diese Einzelkämpfer, Künstler, es möglichst einfach macht, ihr Geschäftsgebaren, ne? Also das zu bewerkstelligen, ohne dass man so viel mit Taxforms beschäftigt ist, Juristereikrempel, Unternehmensberater benötigt, einen Steuerberater, einen Anlageberater, einen Finanzberater, einen Immobilienberater, einen Erbschaftsberater für diese ganzen Kosten, 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 Kosten. Also eine Rechtsform für Künstler, möglichst wenig Bürokratie, wenig Papierkrempel, wenig Formulare, wenig, so wenig Elster online wie möglich, wie es nur geht. Also eine Pauschalsteuerung, da müsste sich der Staat überlegen, okay, diese Einzelkämpfer, mein Gott, die haben Einkommen pro Jahr, das setzt man in unterschiedliche Stufen. Maximales Jahreseinkommen 15.000 €, 30.000 €, 45.000 €, 60.000 €, ne? So eine 15er-Staffelung, da gibt es dann eine Pauschalbesteuerung und dann muss sich der Staat überlegen, okay, also für 15.000 € Einkommen im Monat, Gott, da sagt sich der Typ, der Garagen verkauft, sagt, da gründe ich doch lieber 15 GmbHs. Und dann bin ich steuerfrei für 15.000 € pro Jahr. Also, das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine jetzt wirklich für Künstler, Einzelkämpfer so eine ganz einfache. Man braucht auch nicht eine zusätzliche Rechtsform, weil ich finde, der Künstler, das ist schon die Rechtsform. Man muss jetzt nicht noch an die Rechtsform noch eine andere Rechtsform dran knüpfen. Diesen vielen, also das allein ist ja schon ein Studium, dieses. Was nimmt man für eine Rechtsform? Da geht es ja schon mal los. Nee, einfach nur Künstler. Ne? Dann staffelt man das nach Einkommen pro Jahr. Ne? Der Künstler mit 15.000 € Einkommen pro Jahr, der Künstler mit 30.000, 45.000, 60.000. Also das kann ja steigen, meinetwegen. Und für jede Kategorie eine Pauschalsteuer. Das heißt, also der Künstler muss, der Staat musste sich dann auch über eine soziale Pauschalsteuer überlegen, ne? Der muss dann auch berücksichtigen, der Staat. Gut, davon muss er seine Miete zahlen, sein Benzin zahlen, seinen Führerschein.
und alle anderen Kosten, die mit verbunden sind, die ganzen Materialien, die er braucht, um seine Kunstwerk ausüben zu dürfen. Da muss er jetzt nicht lauter Belege, Papierchen sammeln, die er dann beim Steuerberater einreicht. Dann sagt der Steuerberater wieder: Oh nee, ich habe mit dem Finanzamt telefoniert, das wird nicht anerkannt. Dann diese Endlosdiskussion, weil dann muss der den Steuerberater wieder zusätzlich zahlen, dann muss er da wieder Zeit investieren. Die ganze Zeit geht wieder drauf, dass der Künstler wieder seine kreativen Blockaden bekommt mit lauter schrecklichem Papierkram und Formulare, Formulare, wir Deutschen, wir lieben Formulare. Kostenformulare, Steuern, Bescheide, Ämter, wir lieben Bürokratie. Ja, mal einfach so ein ganz einfaches für 2024, so eine ganz einfache Rechtsform für diese lauter Einzelkämpfer da draußen, die auch wirklich ein Recht haben, auch mal Nachwuchs zu zeugen und nicht ständig. Hast es nicht geschafft, ne? Gingst es nicht hin? Bist ja doch eher der Künstlertyp, ne? Das will man sich eigentlich immer nicht mal anhören. Also, was nützt einem eine Kultur, die nur noch aus lauter, ist ja keine Kultur mehr. Also, wenn man diese ganzen Online-Shopper, diese Consumer-Parade, ist ja keine Kultur mehr. Da geht ja das Kultur hinten, fällt ja hinten runter. Wenn es dann nur noch so eine konsumverdödelte Kultur wird, so eine konsumverdödelte Gesellschaft, wo jeder bloß noch seinem Smartphone ein Auto abfotografiert, die neue Luxuskarre auf vier Rädern zum Rumfahren, die Luxusreisen, die Luxusklamotten, die Luxusdeko, die Luxuseinrichtung, ich finde, irgendwo geht der Kultur, geht hinten. Fällt hinten Bach runter. Deswegen so eine ganz einfache Rechtsform. Künstler, das ist eine Rechtsform. Da stehen bestimmte Berufsgruppen, sind da drin, schon drin in Berufsgenossenschaft und Künstlersozialkasse. Wie gesagt, ich habe da meinen ganzen Krempel eingereicht bei der Künstlersozialkasse. Meine Ex-Frau, die lachte mich aus. Ich habe dann echt den Ordner an die Wand geschmissen, weil ich habe mich monatelang damit beschäftigt, um in diese Künstlersozialkasse da reinzukommen. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Ich habe jetzt die 3 Monate aus Frankreich zurück nach Deutschland, kam mir vor wie so ein Asylbewerber in Deutschland. Also meine Ex-Frau hatte ja Glück, die hatte ja alles so gelassen, die war weiterhin in Deutschland gemeldet. Ich habe in Deutschland alles abgemeldet, habe da versucht, in Frankreich was aufzubauen. Mit lauter französischen Rechtsformen und alles, was dazugehört, kam zurück als Deutscher in Frankreich geboren, wie so ein Asylbewerber. Und nach 3 Monaten habe ich den ganzen Ordner dann vor Wut an die Wand geschmissen, weil ich dachte, das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich mich 3 Monate mit so einem Stapel Papier beschäftigt und jetzt lacht mich die Frau noch aus, weil sie sieht: Ja, siehste du Künstler? Na, logisch, da kommt man sich echt diskriminiert vor. Da kommen einem fast schon die Tränen, wenn man das dann merkt, irgendwie, da die Beziehung, weiß man, die geht bald flöten, dauert nicht mehr lang. So, also eine einfache Rechtsform für Künstler mit unterschiedlichen Einkommensobergrenzen. Dann bekommen die Künstler eine Rabattpauschalsteuer, müssen also keine Papiere mehr sammeln, keine Rechnungen mehr sammeln, müssen auch keine 2 Konten haben, Privatkonten, Konto und ein Geschäftskonto, weil das braucht man dann nicht wirklich. Also da reicht ein Konto, alles, was man an Rechnungen rausschickt, das, was dann reinkommt, der Künstler stellt eine Rechnung von 100 € und von den 100 € kommt noch die 19% Mehrwertsteuer, der muss dann auch nicht Mehrwertsteuern vorauszahlen für Geld, das er noch gar nicht verdient hat, sondern er muss wirklich bloß die Mehrwertsteuer zahlen, die auch wirklich tatsächlich eingenommen hat. Also irgendwelche Mehrwertsteuern vorauszahlen für Geld oder Rechnungen, die man noch gar nicht geschrieben hat. Der muss auch keine EKS-Jobcenter-Vorschau machen, um in die Glaskugel zu gucken, was könnte ich jetzt die nächsten 6 Monate, was könnte jetzt einfließen an Geld. Das braucht der Künstler auch nicht, weil wozu braucht man den Papierkram?
für irgendwas, was vielleicht sowieso nicht eintreten wird. Was soll man da in eine Glaskugel gucken und irgendeinen Beamten weismachen, ich mache jetzt in den nächsten 6 Monaten 100 € Umsatz im Monat. Und wegen 100 € Umsatz hat man dann noch den doppelten und dreifachen Papierkram an der Pobacke, um dann noch zusätzlich zum Jobcenter, weil, also ich finde, bei Bürgergeld, das Hartz IV, das Wort Bürgergeld gibt es nicht, das heißt immer noch Hartz IV. Die ganzen Kosten, was das gekostet hat, um das Wort Hartz IV in Bürgergeld umzuändern, das könnt ihr alle in die Tonne treten, das Geld, das war umsonst, das ist immer noch Hartz IV. Deswegen, also, dass der Hartz IVler dann noch doppelte Buchhaltung machen muss, also einmal fürs Jobcenter und dann kommt als nächstes das Finanzamt und sagt dir, was hast du denn jetzt eigentlich eingenommen und verdient? Ist doch doof. Ich habe mich da echt aufgeregt in Pfaffenhofen, weil ich dachte mal, ihr beiden Dödelämter, ihr sitzt doch, ihr guckt euch doch schon fast gegenseitig auf den Schreibtisch. Der eine guckt aus dem Fenster und guckt dem anderen ins Fenster vom Finanzbeamten. Ist doch so. Also, was soll ich da jetzt euch beiden gleichzeitig für doppelt, dreifach Papierkrempel euch erklären, was ich eingenommen habe? Macht doch keinen Sinn. Deswegen so eine ganz einfache Rechtsform, einkommensgestaffelt mit Obergrenzen, dann gibt es eine Pauschalsteuer und dann muss sich der Staat überlegen, ja, auch die brauchen eine Überlebenschance, auch die brauchen eine Chance, haben ein Recht auf Nachwuchs gründen und bilden, damit sie dann ein Kind zeugen können und in die Gesellschaft mit einfügen können, das vielleicht nicht nur so gepolt ist, das Kind im Nachwuchs. Sie geht auf eine Wirtschaftsschule, sie geht auf eine Wirtschaftsschule, sie geht auf eine Wirtschaftsschule, sie wird später in den Finanzbereich, in den Finanzbereich, in den Finanzbereich, sie findet einen Job im Finanzbereich, in der Wirtschaft, Wirtschaft, Bankwesen. Bankwesen, Bankwesen, Finanzwesen. Also es gibt ja auch noch ein Recht auf eine andere Bevölkerungsgruppe in einer anderen Schicht, die vielleicht eine andere Orientierung hat, außer nur Wirtschaftsschule, 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 Wirtschaft, Economy, Wirtschaft, Economy, Wirtschaft. Es gibt ja noch was anderes auf der Welt, außer nur die Wirtschaftsschule, dass man vielleicht auch den Nachwuchs dann vielleicht in eher so eine kreativere Richtung lenken kann. Also das Recht auf einen Nachwuchs mit Kreativität als nur ein Recht Nachwuchs für die Finanzwelt, was alles in die Finanzrichtung gehen soll, finde ich schon, da kann sich der Staat schon mal überlegen, sich da eine Rechtsform auszudenken mit einer Einkommensobergrenze, wo die auch so behandelt werden, dass sie auch ein Recht darauf haben zu überleben und nicht um ihre Beziehung und Vollrisiko jeden Tag kämpfen müssen, sich auch nicht irgendwie 3 Jobs annehmen müssen, für 3, 4, 5 Firmen gleichzeitig arbeiten und Bugreports schicken oder was auch immer. So ein Fulltime-Job, 3 Firmen gleichzeitig, für 3 Firmen gleichzeitig arbeiten, wie so eine ausländische Putzfrau, die irgendwie für 3 Firmen gleichzeitig arbeitet oder wie auch immer, damit sie dann ihren Lebensunterhalt, ihr Leben bewältigen kann, weil als Künstler, also das schafft man meistens nicht mit jedem Künstlerberuf, den man sich unterhält. Also entweder man konzentriert sich auf das künstlerische, kreative oder man lässt es halt sein. Ne? Also wenn mir meine Schwester sagt, ja, sie bei Studiosus ist auch eine Künstlerin beschäftigt, die ist Malerin, ja. Also ich glaube nicht, wenn man da einen halben Tag lang oder einen Dreivierteltag lang beschäftigt ist beim Laden, dass man dann abends nach Hause kommt, sehr schnell sich sein Essen reindrückt, dann setzt man sich an die Leinwand und pinselt da schnell irgendwas hin. Ich glaube, das, also entweder, also es gibt einfach manche Berufe, es kann ja auch wie gesagt, also bei meiner Schwester ist auch nicht anders, die sagt auch immer, ich tue mich schwer, gleich 2 Jobs gleichzeitig zu machen. Ne?
Ich mag eigentlich Floristik und meine Märkte machen, aber ich muss nebenbei Reisebranche machen und man merkt schon manchmal, ja gut, dann ist halt für die andere Party, Family, bleibt halt auch nicht mehr viel Zeit übrig. Wie auch immer, also das ist eine ganz einfache juristische Rechtsform mit Einkommensobergrenzen, ganz wenig Papierkram, ganz wenig Finanzamtwesen, also dass die möglichst von Ämtern in Ruhe gelassen werden mit unnötigen Papierschreiben, auch wirklich eine Überlebenschance haben mit der Pauschalsteuer, dass die auch in der sozialen Gesellschaft ihren Sozialbeitrag auch mitleisten, aber eben auch so, dass es jetzt nicht so überfordert sind damit mit den Abgaben, dass sie dann auf der anderen Seite wieder Probleme haben, den künstlerischen Nachwuchs da auch etwas zu fördern. Also es ist wie gesagt, heutzutage, es geht alles nur in Richtung Finanzwelt. Ich habe das selbst in meiner eigenen Familie miterlebt. Es geht nur noch in diese Richtung. Alles, was secure, finanzsicher ist. Wie gesagt, eine Hausfrau braucht einen Mann, der verdient gut Kohle, finanzielle Sicherheiten. Ansonsten würde eine Frau niemals sagen, du bist halt doch eher der Künstlertyp. Und ein Künstlertyp ist immer ein großes Risiko, weil das Finanzielle wird dann irgendwann eng und knapp. Das kann man bei einer Beziehung durchmachen als Künstler, bei zwei Beziehungen, bei der dritten, bei der vierten, bei der fünften, dass man sich dann als Künstler jedes Mal sagt, ich muss mich jedes Mal unterordnen, 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 Abhängigkeit, 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 sind alle eigentlich nur lauter Finanzabhängigkeitsbeziehungen, die man da führt. Anders kann man das eigentlich nicht mehr deuteln. Deswegen, also so eine ganz einfache. Und da sich ja wieder Menschen da draußen lustig machen über mein Corona-Thema oder Influenza-Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, das letzte Kommentar war auch nicht gut. Also es gibt es gibt manchmal Tage, ich könnte eigentlich Deutschland verlassen. Ne? Also ich verstehe den Typ nicht, aber ich gebe denen auch nochmal eine Klatsche, weil Prism ist wirklich eine deutsche Erfindung. Und die Apples, die sind da 2012 beigetreten. Alles, was aufs iPhone kommt, wandert dann in die Prism-Datenbank. Man sieht es tagtäglich. Meine Mutter heute Morgen, du, mein Rechner geht nicht mehr. Bleibt hängen. Wirklich eingefroren, bleibt hängen, nichts zu machen. Ich habe manchmal auch keine Lust. Meine Eltern mit ihrer Windows-Kiste hatten auch schon Probleme mit den Löchern da drin. Ne? Das fand ich blöd, das Thema. Also ich habe hier, wie gesagt, da gebe ich dann auch noch mal einen Bericht darüber zu diesem Deutschland-Amerika-Beziehung. Also es ist ja auch kein Wunder, er hat es ja selber ausgesprochen, wie viele Spionagelöcher da eigentlich schon drin sind in den offenen System, also ist ja kein logisch. Also wenn da die Hausfrau zu mir kommt, mein Rechner geht nicht mehr. Ich setze mich an den Rechner hin. Ja, ist eingefroren. Man sieht, jeden zweiten Tag hat man ein neues IT-Problem, das man irgendwie zu bewältigen hat. Mein Betreuer, der hat von Tuten und Blasen von Internet keine Ahnung. Und ich glaube, selbst die Typen da, die in dem Laden arbeiten, die haben, glaube ich, auch nicht so viel Ahnung. Also ich glaube noch nicht mal, dass die so fit sind in Computer- und IT-Technik. Aber werde ich da noch, habe ich jeden Punkt, habe ich analysiert, da werde ich mal meine eigene Interpretation dazu noch erwähnen. Deswegen, also auch solche Kommentare will ich mir eigentlich manchmal nicht so richtig, finde ich doof. Ne? Deswegen so eine ganz einfache Rechtsform mal für Künstler. Also das wäre so ein Wunsch für 2024. Nicht diese vielen komplizierten Rechtsformen, damit man mal als Künstler seine Ruhe hat. Und wie gesagt, auch ein Recht auf Nachwuchs und auch ein Recht darauf, den Nachwuchs so gestalten zu können, wie man sich das vorstellt. Damit nicht alles immer nur in Richtung Wirtschaftsschule, Finanzschule läuft.
Also es gibt auch noch eine andere Gesellschaft, die vielleicht eine andere Priorität haben als immer nur Wirtschaftsschule, Finanzwesen, Finanzwesen, Wirtschaftsschule, Wirtschaftsschule, Finanzwesen. Ne? Gibt es auch. Also ein bisschen das Recht auf Kreativität.